man sich hier von einer Mannschaft verabschieden muss. Wir haben schon so die beiden Torjäger der beiden Mannschaften gerade im Bild. Das ist hier für Köln. Links von ihnen gesehen, jetzt gerade mit dem Ball in der Hand. Cissé mit der Nummer 15. Da haben wir ihn. Der Top-Torjäger der Kölner. Super Eindruck. Und rechts daneben mit der 9. Das ist der Top-Torjäger der Leipziger, Lorenzo Coco. Die beiden also sicherlich im Fokus bei diesem Spiel. Und es wird wohl auch darauf ankommen, wer von den beiden hier öfter trifft. Da ist Cissé schon in der ersten Angriffsaktion, kommt hier aber noch nicht zum Abschluss, setzt sich dann aber durch und hält die Kugel zumindest in den eigenen Reihen. Da ist Cissé zum ersten Mal zum Abschluss und da rutscht der Ball Fabian Eutinger noch fast durch die Finger, gibt Eckball für die Kölner. Nochmal Eutinger im Bild, Ball zurückgelegt, Abschluss von Kölns Keeper Jonas Ubik im Tor der Kölner. Kölner taten sich mit ihrem Gegner etwas schwerer. 3:2 Erfolg gegen den VfL Wolfsburg im Achtelfinale. Die Leipziger mit einem 5:2 Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Auf jeden Fall sehr verdient. So, Freistoßgelegenheit für die Kölner. Wieder immer sehr mutig sind. Das war klasse gespielt. Krise reingelegt. Nachschussmöglichkeit. Das ist jetzt das mutige Scheibenschießen. Der letzte Versuch hier von Florian Engelhardt für die Kölner. Also Chancen plus in den ersten anderthalb Minuten dieser Partie. Jetzt aber die große Chance für Coco. Aber Körperkontakt da für Schiedsrichter Schäfer vom TuS Boraden. Erster Einsatz heute, aber kein Foul. War, glaube ich, eine Kannentscheidung. So, da ist Cissé. Legt den Ball nochmal raus. Etwas unsauber gespielt. Und da war die offene Sohle bei Viktor Vielwock mit der 5 bei den Kölnern. Richtige Entscheidung. Freistoß für Leipzig. Da haben wir Schiedsrichter Schäfer vom TuS Boraden. Freistoßentscheidung für die Kölner. Kam in Leipzig jetzt nicht bombastisch gut an. Wie man hier sieht. Klar, geht jetzt um die Wurst, geht jetzt ans Eingemachte. Und natürlich wachsen dann auch die Emotionen. Oh, da ist Coco. Lorenzo Coco, warum steht er im Fokus? 9 Saisontore in der Regionalliga für die Leipziger, also Top-Torjäger der Leipziger. Und auch hier schon mächtig in Erscheinung getreten. Das gleiche gilt für Namori Cissé. 10 Tore hat er in der Mittelrheinliga erzielt. Ist ja guter Ball, stark zurückgelegt und dann Abschluss von Mikael Özkan. Wichtig hier den Ball zu blocken. Für die Kölner. Ekliger Ball für den Keeper, weil man nicht mehr wusste, ob jemand rankommt. Die Kölner ja
mit dem berühmtesten Topscorer des Turniers, Lukas Podolski. Im Jahr 2001. Ansonsten aber auch schon eine Menge Spieler, die bekannt sind. Christian Clemens war 2007 hier, Yannick Gepper 2010, Timo Horn war 2009 hier, Mitchell Weiser 2010, auch nicht so lange her. Also ist schon was. Und jetzt kommen die Nachwuchsstars von morgen in die Gänge. Das Trömmelsche Küt, Pierre Natschombe mit dem 1:0. Und Leipzigs Trainer Fuchs Teufelswild. Und die Kölner schon wieder. Mit der nächsten Möglichkeit. Der Treffer für Köln. 2:0. Jetzt drehen sie auf. Es dürfte Moritz Thiel gewesen sein. Bandenabpraller genutzt. Wunderbar rübergehoben. Ganz wichtig, die nicht flach zu machen. Weil dann wäre nämlich Fabian Eutinger da gewesen. Und jetzt heißt es Köller-Alarm in Lübbecke. Und das im Januar. Handspiel gepfiffen, Freistoß für die Leipziger. Das heißt noch gar nichts, weil die Leipziger stark genug sind, jetzt jederzeit Tore zu erzielen. Und das war die Riesenmöglichkeit für Julius Pfennig. Den Kapitän der Leipziger. Riesenmöglichkeit. Das wäre ein wichtiger Anschluss gewesen zu einem wichtigen Zeitpunkt, weil dann wäre noch eine Menge Zeit gewesen. Und das Zeichen auch an Köln, pass auf, wir sind noch da. So, vielleicht jetzt. Dann der Fehlpass von Jonas Urbik. Urbik jetzt wieder voll da. Und dann ist er aber noch im Tor. Wechsel bei den Kölnern. Torschütze dürfte Daniel Krasucki gewesen sein. Wir gucken, jawohl, Krasucki war es. Und ja, dann springt er ins Tor. Köln hat gewechselt. Cissé und Co. wieder auf der Platte. So, da ist Cissé. Die Drehschüsse sind seine liebste Lichter quer rüber. Riesenmöglichkeit, Abschluss, Viktor Vilvok, aber da wollen wir ihm gar keine Vorwürfe machen. Der war nicht leicht zu nehmen. Jetzt kommt auch richtig Musik hier in die Partie. Tolles Spiel, Cissé, kein Foul. Hier nochmal wunderbar quergelegt und da im Fallen. Keine Chance, ihn anders zu machen. Das war eh schon technisch sehr, sehr gut gelöst. Nächste Chance für die Leipziger, Ball geblockt, dürfte Abstoß geben. Richtig gutes Viertelfinale hier. Und wieder nehmen sie Tempo auf, Ball quergelegt. Cissé, Cissé macht selber! Da ist er doch, der Torjäger. Und das Trümmelsche Küt erneut. Wunderbar gespielt. Und er guckt und macht ein kurzes Eck. Da ist er richtig gut mit dem Rücken zum Tor. Hat eine unglaubliche Ruhe, eine unglaubliche Übersicht. Und trifft und trifft und trifft. Und die Halle ist wieder da. Also die Kölner, natürlich auch ein Garant für Stimmung hier in der Halle. Das war vorher schon so. Der Titelverteidiger träumt von der Titelverteidigung. Geil. Tolle Stimmung hier in Lübbecke. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Das Turnier nimmt richtig Fahrt auf. Nächste Möglichkeit. Ball ist aber bei Fabian Eutinger. Die Leipziger. Vierte Teilnahme erst. So lange gibt es sie ja in der Konstellation auch noch nicht. Erste Teilnahme 2016 konnten die Leipziger direkt gewinnen. Und jetzt der Anschlusstreffer erneut.
durch. Tim Koch. Er hält Leipzig im Spiel. Da haben wir Koch. Wunderbar vollendet. Schön Maß genommen. Da gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf und weiter geht's. 5 Minuten noch auf der Uhr. Die Leipziger auch letzte Woche beim Norit Cup in Dettelbach. Das ist ein U16-Turnier in Bayern. Dort verlor man das Finale. Also ist bis ins Finale eingezogen gegen FC Bayern München mit 1:2. Ein bisschen gebranntes Kind mit Schiedsrichtern, denn in der letzten Minute in diesem Endspiel erzielten die Leipziger ihrer Meinung nach ein Tor. Der Ball ging unter die Latte und sprang dann entweder hinter oder auf die Linie. Jetzt erstmal die Möglichkeit für die Leipziger zum Ausgleich. Und der Ball geht weit übers Tor. Daniel Krasucki. Also ein Wembley-Gedenktor letzte Woche vor genau 7 Tagen in Dettelbach. Und Tor zählte nicht. Und so gewann dann Bayern München das Spiel mit 2:1. Die Bayern mittlerweile raus. Leipzig hat noch alle Karten, 4 Minuten vor dem Ende und mit einem Torrückstand. Köln wird noch mindestens ein Tor brauchen. Der geht ins Aus. Direkter Ball von Cissé. Guter Ball wieder. Sicher nachgefasst hier. Cissé, das Kabinettstückchen. Drei Minuten noch auf der Uhr. Oh, der Ball war ein bisschen schlampig gespielt. Nächste Möglichkeit, der rutscht durch und dann schmeißen sie sich mit allem, was sie haben. Davor, Ball geklärt. Wechsel jetzt. Dritter Block. Bei den Leipzigern auf der Platte. Extrem energisch, extrem körperlich. Die Leipziger. Klasse gespielt, große Chance und was für ein Tor! Super! Marco Stüttgen. Direkt genommen, der war nicht einfach. Super Winkel, den er da erwischt und dann mit links verletzt ins kurze Eck. Und wir bleiben aber im Spiel. Das Ding hier wird nicht langweilig. Julius Pfennig mit dem nächsten Treffer. 4:3. Jetzt gibt es noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Trainer der Leipziger, Sebastian Kegel, im Duell mit Schiedsrichter Schäffer. So, die Leipziger werden leicht den 5. Feldspieler bringen, wenn sie da in Ballbesitz kommen. So, nächste Chance für Köln. Jetzt gibt es einen Freistoß. Kein leichtes Spiel. Klar, Intensität nimmt zu. Das war ein Foulspiel. An der Bande. So, Leipzig hat den 5. Feldspieler. Es gibt 2 Minuten. Das hat wehgetan. Moritz Zell hat es da erwischt. Leipzig haben mit der 2-Minuten-Strafe nicht einverstanden.
Also Leipziger müssen den Rückstand in Unterzahl bewältigen. Ja, wir haben die Kurs, die CC ist angesprochen. Schaut mal rein, freewaycup.de in unseren Live-Score. Da war CC, bei wie viel Treffer, bei wie viel Vorlagen die Topspieler des Turniers hier stehen. Aktuelle Ergebnisse, die Paarung nochmal schriftlich, wer spielt als nächstes, könnt ihr alles nachschauen. Wie gesagt, freewaycup.de, klickt den Live-Score an, dann habt ihr alles parat. So, nächster Freistoß, Pfiff. 1 Minute 20 vor Ende der Partie. Schäfer rückt so ein bisschen in den Fokus hier. Liegt aber auch an der aufkommenden Hektik. Erik Uhlmann ist jetzt als Feldspieler-Torwart bei den Leipzigern. Zumindest feldspielermäßig wieder die Gleichzahl. So, Cissé macht dann noch sein Tor. Kriegt den Ball zumindest rübergelegt. Knapper Abschluss. Florian Engelhardt verpasst. Eine Minute vor Ende. Jetzt die Riesenchance, die Riesenchance. Tor ist leer, aber den bekommt er nicht mehr rumgezogen. Jetzt die Chance und jetzt das Tor. Und wohl die Entscheidung. Florian Engelhardt trifft zum 5:3. Leipzig darf wieder auffüllen. Hier sehen wir es nochmal an der Bande. Durchgerutscht und dann ins leere Tor. Da war Uhlmann noch dran. Aber kann den Gegentreffer nicht verhindern. Es ist echt schade. Ich habe das vorm Spiel schon gesagt. Wir müssen einen der beiden leider verabschieden. Eigentlich würden wir sie beide gerne noch öfter sehen. Aber so ist der Modus. So ist das Spiel. Nochmal Koko, setzt er nochmal so einen Schlusspunkt hier. Um die standesgemäß zu verabschieden. Nein, das schafft er nicht. Und das war's. Der erste Fußballclub Köln steht im Halbfinale. Glückwunsch nach Köln, aber auch vielen Dank an Leipzig für ein tolles Turnier. Und da haben wir die Kölner noch. Die Kölner Fans eingeblendet, die sich natürlich freuen mit ihrer Mannschaft. Wir sehen uns gleich wieder zu Hertha gegen Dortmund.